Let's begin with prayer. Lass es mit Gebet an. Dear Heavenly Father. Lieber himmlischer Vater. We thank you for this morning and that we can be here again and study your word. Wir danken dir für diesen Morgen und dass wir hier wieder sein können, um dein Wort zu studieren. And that we can receive the daily bread. Und dass wir das tägliche Brot erhalten können. And I pray that you will please bless us and help us all to concentrate and pay attention. Und ich bete, dass du uns bitte segnest und uns allen hilfst, dass wir aufmerksam sind und uns konzentrieren. Please give us a better understanding of thy word this morning. Und bitte gib uns ein besseres Verständnis von deinem Wort heute Morgen. And help us that it may strengthen us for the trials of today. Und bitte stärke uns für die Prüfungen des Tages. And ask in Jesus' name. Ich bitte in Jesu Namen. Amen. Okay, so welcome again. Willkommen nochmal. And yesterday evening we looked a little bit at this topic about faith and works. Gestern Abend haben wir uns ein bisschen das Thema über Glaube und Werke angeschaut. And how we obviously should come to the point where we do the works of Abraham. Wie wir dann zu diesem Punkt kommen sollten, wo wir die Werke Abrahams tun. Yes. And that we would learn to prepare also by faith for the test that is before us. Und dass wir auch durch Glauben lernen mögen, dass wir den Glauben lernen, uns auf diesen Test vorzubereiten. Okay, and also we looked at this quote here when we go back in the live stream group. Und wir haben uns auch dieses Zitat angeschaut, wenn wir nochmal zum Livestream zurückgehen. That day by day God gives us these daily tests, okay. Dass Gott uns Tag für Tag diese täglichen Tests gibt. Yes, but as we just sung in the hymn, okay. Aber so wie wir gerade in der Hymne gesungen haben. Yeah, it's not to basically destroy us, but to save us. Aber es ist nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu retten. Day by day, he always gives us sufficient grace, right, to meet these things. Also Tag für Tag gibt er uns immer genügend Gnade, um diesen Dingen zu begegnen. Okay, so let's just read this quote again. Lesen wir nochmal dieses Zitat. It says, day by day, God instructs his children. And so today, the Lord already has a lesson prepared for each one of us. Okay. Also heute hat der Herr schon eine Lektion für jeden Einzelnen von uns vorbereitet. I'm always eager to learn this lesson. Ich bin immer eifrig, diese Lektion zu lernen. By the circumstances of the daily life, he's preparing them to act their part upon that wider stage to which his providence has appointed them. So each one of us in this room, there is something greater that the Lord has in view for you. Für jeden Einzelnen von uns im Raum hat der Herr etwas Größeres vorbereitet für uns. So he wants to use you on a wider stage in the future. Er möchte dich auf einem größeren auf einer größeren Bühne in der Zukunft benutzen. But he only can do so if you learn the little things day by day. Aber er kann das nur tun, wenn du Tag für Tag diese kleinen Dinge lernst. Okay. And like Moses for instance, how many years was he in the wilderness? Zum Beispiel Mose, wie viele Jahre war er in der Wüste? 40 years, right? 40 Jahre. It's a long time that he had to prepare to become really a shepherd of the flock. Das ist eine lange Zeit, wo er sich wirklich vorbereiten musste, ein Hirte für die Herde zu werden. In the wilderness, it's a time of where you are not like in a sense in the limelight.
Ja, it's a time. Was heißt Entbehrung nochmal auf Englisch? Entbehrung. Mhm. Privation. Uncovered. Privation. It's a time of privation. Also in dieser Wüstenzeit ist eine Zeit der Entbehrung. Yes. So, and this is also something we need to learn first. Okay, we need to learn this time of, in this time of privation to be thankful for all the little things the Lord sets before us. Und das müssen wir auch lernen in dieser Zeit der Entbehrung, dass wir dankbar sind für all die kleinen Dinge, die der Herr vor uns setzt. He appoints, and this is also what we want to look at today. Okay. Und das ist auch etwas, was wir heute anschauen wollen. And he appoints each one of us a specific place in this whole work. Er legt halt für jeden einzelnen von uns einen bestimmten Platz in seinem ganzen Werk fest. Just like he does with the nations, okay. So wie er das auch mit den Nationen tut. And then he looks, you know, whether you're faithful in the little things or whether you are not faithful in these things. Okay? Und dann schaut er, ob du treu bist in diesen kleinen Dingen oder eben nicht. And how your heart is towards these things, okay? Und wie dein Herz gegenüber diesen Dingen ist. If you realize, yeah, these little things are there to teach me lessons, to train me. Wenn du realisierst, dass diese Dinge da sind, um mir diese Lektionen zu lehren und mich zu trainieren. Or whether you think, that's nonsense and I can already do bigger things right now. Okay. Oder ob du denkst, das ist Unsinn, ich kann jetzt schon größere Dinge tun. Okay. Or whether you don't even realize that these little things are there to teach you something. Oder ob du gar nicht realisierst, dass diese kleinen Dinge da sind, um dich etwas zu lehren. Okay. And always remember, usually, with God, these things last longer than we think. Okay. Und denkt immer daran, dass bei Gott diese Dinge länger dauern als okay, also man denkt. Dass es bei Gott immer länger dauert, als man denkt. Not because God is slow, but because we are slow. Okay. Nicht weil Gott langsam ist, sondern weil wir langsam sind. Okay, Abraham, how long had he to tarry for his son? Wie lange musste Abraham für seinen Sohn warten? 25 years. Okay. 25 Jahre. So, Adam and Eve, they thought their firstborn son was already the Messiah. Okay. Adam und Eva haben schon gedacht, ihr erstgeborener Sohn ist der Messias. But how long did it take before he came? Wie lange hat es gebraucht, bis er kam? 4,000 years roughly. 4,000 Jahre ungefähr. Okay, so these things they just teach us, yeah, that we need time. Okay. Diese Dinge lehren uns, dass wir Zeit brauchen. And God gives us time. Okay. Und Gott gibt uns Zeit. But at the same time, he wants us to move forward. Okay. Und zur selben Zeit möchte er, dass wir vorwärts uns bewegen. And as long as you strive to obtain the victory with an honest heart. Und solange du ihm danach strebst, den Sieg zu erringen mit einem ehrlichen Herzen, the Lord will not forsake you. Okay. Wird der Herr dich nicht verlassen. Only if you make in your heart a decision where you justify yourself now in a sin. Nur wenn du in deinem Herzen die Entscheidung triffst, dass du dich in einer Sünde rechtfertigst, then there's a problem. Okay. Da gibt es ein Problem. Because then the Lord cannot mold you in this area any longer. Okay. Weil dann kann der Herr dich in diesem Bereich nicht mehr formen. Because you say no, this is okay, and therefore I have no need. Okay. Weil du sagst nein, das ist in Ordnung und ich habe keine Not. Okay, and then there will come a time when this very point will cause you to fall away. Und dann wird es Punkt kommen, wenn dieser Punkt dich dann zum Wegfallen führt. Okay, so let's just read this whole quote again. Lesen wir jetzt nochmal das ganze Zitat. It says, day by day, God instructs his children. By the circumstances of the daily life, he is preparing them to act their part upon that wider stage to which his providence has appointed them. It is the issue of the daily test that determines the victory or defeat in life's great crisis. Those who fail to realize their constant dependence upon God will be overcome by temptation. We may now suppose that our feet stand secure and that we shall never be moved. We may say with confidence, I know in whom I have believed. Nothing can shake my faith in God and in His Word.
But Satan is planning to take advantage of our hereditary and cultivated traits of character and to blind our eyes to our own necessities and defects. So, what is Satan constantly trying to do? Was versucht Satan beständig zu tun? Also unsere Augen zu verblenden für unsere eigenen Notwendigkeiten. Und Mängel. Und Mängel. So he's pointing out the faults of others, right? Also er weist auf die Fehler anderer hin. But he blinds you for your own faults, okay? Aber macht dich blind für mach dich blind für deine eigenen Fehler. So what, just think in your mind, what would be the logical outcome whenever, when you only see the faults of others, but you cannot see your own faults anymore. Also was wäre die logische Schlussfolgerung, wenn du, oder, ja, wenn du nur die Fehler anderer siehst, aber deine eigenen Fehler nicht. What would be the result of it? Was wäre das Ergebnis davon? I mean, what would begin in your heart? Okay. Was würde in deinem Herzen anfangen? Bitterness and pride. Yes, bitterness and pride. Okay. Bitterkeit und Stolz. Because you think, how can this person be like this? Okay. Weil du denkst dann, wie kann diese Person so sein? Yeah, I'm not like this person. Okay. Ich bin nicht so wie diese Person. But why don't they learn this? Okay. Aber warum lernen sie das nicht? Okay. And this is something I think each one of us in this room has experienced, right? Ich glaube, das ist etwas, was jeder Einzelne in diesem Raum schon erfahren hat. Because we are all blinded to our own faults, okay? Weil wir alle für unsere eigenen Fehler blind sind. Okay. And therefore, we tend to think, why is this person like this? Why can't he or she see these things about themselves? Okay. Und dann sind wir versucht zu denken, warum diese Person so ist, wie sie ist, und warum sie ihre eigenen Fehler nicht sehen kann. But the same reason why this person cannot see his or her own fault is the reason why you can't see your own. Okay. Aber der Grund ist, warum, also der Grund, warum diese Person, derselbe Grund, warum diese Person ihre Fehler nicht sehen kann, ist derselbe. Warum du deine Fehler nicht sehen kannst. Okay. It's because we are naturally blinded to our own faults. Okay. Weil wir von Natur aus blind sind für unsere eigenen Fehler. And I don't know about you, but I know about myself and therefore I know it's also in you. Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich weiß es über mich selbst, deswegen weiß ich auch, dass es bei euch auch so ist. Yeah. That when somebody makes a mistake, okay. Wenn jemand einen Fehler macht, then we're naturally impatient, okay? Dann sind wir von Natur aus ungeduldig. Okay. But when we make, let's say, the same mistake, okay? Aber wenn wir denselben Fehler machen, we are very patient usually with ourselves, okay? Dann sind wir normalerweise sehr geduldig mit uns selbst. We think, what I did is just a small thing, okay? Dann denken wir, ach, was ich getan habe, ist nur etwas, eine kleine Sache. Okay. So, but that's the problem. Okay. Aber das ist das Problem. So the problem is we only see the faults of others and not our own. Das Problem ist, wir sehen nur die Fehler anderer und nicht unsere eigenen. And we make a great thing of faults of others, but of our own sins or faults we just take them lightly usually. Okay. Und wir machen etwas Großes aus den Fehlern anderen, aber unsere eigenen Sünden und Fehler nehmen wir leichtfertig. Okay. So that's the natural thing. Okay. Das ist die natürliche Sache. Yeah, because let's go to Galatians chapter 5. Gehen wir nämlich zu Galater 5. Galatians 5 and Ephesians 5, sorry. Das ist der, das ist Epheser 5. Okay.
Verse 29. Vers 29. There's a principle. Da ist ein Prinzip. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it even as the Lord the church. So what does Paul say? Was sagt Paulus? What does no man do? Was tut kein Mensch? Hates his own flesh, right? Also dass er sein eigenes Fleisch hasst. Is the Bible true or is man true? Ist die Bibel wahr oder der Mensch? The Bible, right? Die Bibel. I mean, there are people that say I hate myself. Okay. Es gibt Leute, die sagen, ich hasse mich selbst. They therefore cut themselves and do all things to their own bodies, for instance. Okay. Deswegen ritzen sie sich selbst und machen alles Mögliche, tun alles Mögliche ihrem Körper an. So is the Bible therefore wrong? Ist die Bibel deswegen falsch? No, right? Nein. And why do they do these things? Okay. Warum tun sie diese Dinge? Yeah, because they love themselves so much that they cannot bear the thought that they are not as perfect as others. Let's say. Okay. Sie lieben sich so sehr selbst, dass sie diesen Gedanken nicht ertragen können, dass sie nicht so perfekt sind wie andere. Yeah, for instance, young girls, they then start hating themselves. Zum Beispiel junge Mädchen, sie fangen an, sich selbst zu hassen. Because they don't look like this topmodel Heidi Klum or whatever, okay? Und weil sie nicht dann so ausschauen wie dieses Topmodel Heidi Klum. Okay. And then, yeah, because they cannot bear the thought that their ego is so great, yeah, they cannot bear the thought that they are not looking so well. Und dann können sie diesen Gedanken nicht ertragen, dass sie nicht so schön ausschauen, weil ihr Ego so stark ist. And then they turn against themselves. Okay. Und dann wenden sie sich gegen sich selbst. So actually their hatred towards themselves is caused by a love for themselves. Okay. Also eigentlich der Hass gegen sich selbst ist eigentlich verursacht von der Liebe für sich selbst. Okay, because the Bible is true and not what people say. Okay. Weil die Bibel ist wahr und nicht, was die Leute sagen. But usually, yeah, that are extreme cases, okay? Aber also normalerweise sind das Extremfälle. But usually, yeah, we just naturally loving ourselves, we are thinking highly of ourselves. Aber von Natur aus normalerweise ja, lieben wir uns selbst und denken hoch über uns selbst. Yes, and we love ourselves. That's what it says. Okay? Und das sagt hier eben, dass wir uns selbst lieben. Okay, so. And therefore, it's so important that we would realize our true condition. Okay. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren wahren Zustand erkennen. You always need to ask yourself, what do you make out of the information that God gives you out of His Word? Okay. Du musst dich immer fragen, was du mit der Information tust, die der Herr dir von seinem eigenen Wort gibt. So, if God tells you, let's say in this quote, that Satan wants to blind you for your own faults. Also wenn Gott dir sagt in diesem Zitat zum Beispiel, dass Satan dich blind machen möchte für deinen eigenen Fehler. What do you make out of this information? Was machst du dann aus dieser Information? Do you just hear it and then okay, yes, nice information? Hörst du das einfach und sagst, ah, das ist eine nette Information? Oh, what do you make out of this? Oder was machst du daraus? Dear God, show me my faults. Yes. Also, lieber Gott, zeig mir meine Fehler. Should drive you to your knees. Saying, Lord, I know now Satan's plan with me. Und sollte dich auf deine Knie führen und dass du sagst, Herr, ich weiß Satans Plan für mich. Yeah, and I cannot see my faults, most likely. Und sehr wahrscheinlich kann ich meine eigenen Fehler nicht sehen. Yeah, therefore, please show me the beam in my own eyes. Deswegen okay? Zeig mir bitte den Balken in meinem eigenen Auge. Save me, Lord, okay? Rette mich, ja. Okay, so, and this is something we should always, when we hear these things, they should immediately be something that would stir us and would make us realize that we have to do something. Und deswegen, wenn wir diese Dinge hören, sollten sie uns sofort aufwühlen und uns dazu bringen, dass wir etwas tun. Dass wir erkennen, dass wir etwas tun müssen. Dass wir erkennen, dass wir etwas tun müssen. Okay. So, because unless we see our own faults
instead of the faults of others. Weil es sei denn, dass wir unsere eigenen Fehler sehen anstelle der Fehler anderer. Yeah, we will become the accusers of the brethren. Right? Dann werden wir zum Verkläger der Brüder werden. Unless we become long-suffering and patient with the faults of others, and as we read yesterday, judge ourselves instead of others. Es sei denn, dass wir langmütig und gnädig sind mit den Fehlern von anderen, so wie wir gestern gelesen haben, dass wir uns selbst richten. Not others. Und nicht andere. Yeah. We will be trained by Satan every day. Okay? Wenn wir von Satan jeden Tag trainiert werden. And not by God. Nicht okay. durch Gott. God wants to instruct us every day. Gott möchte uns jeden Tag unterweisen. But Satan also wants to instruct us every day. Aber Satan will uns auch jeden Tag unterweisen. Yes. So, and we need to. Yeah, what is the only measurement that we have to discern whether Satan is now instructing me today? Whether God is instructing me today. Was ist der einzige Maßstab, um zu erkennen und zu unterscheiden, ob Satan dich jeden Tag unterweist oder Gott dich jeden Tag unterweist? His word. His word. Okay. Sein Wort. Do you follow some words of God? Folgst du manchen Worten Gottes? Yes. Yeah. No. Do you follow every word of God? Folgst du? If you say, do you follow? Yeah, we all follow some words of God. Yes, no. Should you follow some words of God? No, no. My question was that you should ask yourself, do you follow some words of God? Or, okay, doesn't matter. I meant, yeah. Obviously, you need to follow every word of God. Okay. Also, du sollst dich eben fragen, folge ich nur manchen Worten Gottes? Aber natürlich solltest du jedem Wort Gottes folgen. Okay, so... And this is what we need to understand. Yeah, we need to discern our daily decisions, our daily actions. Are they satanic or are they Christian? Okay. Das ist, was ich sagen wollte, eben wir sollen unsere täglichen thought, decisions and actions. Entscheidungen und Handlungen überprüfen, ob wir Satan folgen oder Christus. Yeah. Whether they are satanic or Christian. Ob sie satanisch oder christlich sind. Yes, and you need to understand this. There are really only two masters we can serve. Okay. Und das, wir müssen das wirklich verstehen. Es gibt wirklich nur zwei Meister, denen wir dienen können. And if we follow Satan's suggestions, these things are really satanic. Okay. Und wenn wir Satans Vorschlägen folgen, dann sind sie wirklich satanisch. Okay. So, and you act out Satan's character then. Okay. Und du spielst dann Satans Charakter aus. Okay. Therefore, this is something we need to get. Okay, that's not a light thing, and it might be offending to some ears to hear this. Okay. Und das müssen wir halt begreifen, das ist nicht keine leichte Sache und es möge vielleicht anstößig sein für unsere Ohren. Yeah, but it's the truth. Okay. Aber es ist die Wahrheit. And we need to understand that these things are not a small thing. Okay. Wir müssen verstehen, dass diese Dinge keine kleine Sache sind. And because they will determine our eternal destiny. Weil sie werden unser ewiges Schicksal bestimmen. Not only our eternal destiny, but also the destiny of others. Nicht okay. nur unser eigenes Schicksal, ewiges Schicksal, sondern auch das Schicksal anderer. So let's read the last sentence here of the quote. Lesen wir nochmal den letzten Satz des Zitates. Only through realizing our own weakness and looking steadfastly unto Jesus can we walk securely. So, can you look steadfastly unto Jesus unless you realize your own weakness first? Kannst du fest auf Jesus schauen, es sei denn, dass du zuvor deine eigene Schwachheit erkannt hast? No. Nein. Why not? Warum nicht? Yeah, you have no need, right? Weil du eben kein Bedürfnis yeah, spürst. You're like the Laodicean. Du bist okay. dann wie der Laodiceaner. I think, I don't need a savior. Okay. Du denkst dann, ich brauche keinen Erlöser. You can profess it as much as you want with your mouth. Du okay. kannst es so viel bekennen mit deinem Mund, wie du willst. Unless you really feel the need, because you see your own wretchedness. Ja, es sei denn, dass du wirklich dein Bedürfnis spürst, weil du deine eigene Erbärmlichkeit siehst.
You don't really feel a need for a savior. Da spürst du nicht wahrlich ein Bedürfnis nach einem Erlöser. And then the savior also cannot really help you. Da kann der Erlöser dir auch nicht wirklich helfen. Okay. And that's the problem, yeah. We make many professions out of our mouth. Okay. Das ist das Problem, wir tun viele Bekenntnisse kommen aus unserem Mund hervor. But the heart can be totally different from our professions, okay? Aber das Herz kann vollständig anders sein von dem Bekenntnis, was wir ablegen. Let's go to Isaiah 6. Gehen wir zu Jesaja 6. I want to post a quote now. Ich möchte ein Zitat schicken. It's in the study Bible. It's in der Studienbibel. And Isaiah, when he saw Christ, he said, "Woe is me." Yes. Jesaja, als er Christus gesehen hat, hat er gesagt, "Wehe ist mir." Okay. Sister White, she comments on this. Ellen White kommentiert das. Let's read this quote. Lesen wir das Zitat. It says, "Thus, when the servant of God is permitted to behold the glory of the God of heaven, he is unveiled to humanity and realizes to a slight degree the purity of the Holy One of Israel. He will make startling confessions of the pollution of his soul rather than proud boasts of his holiness." Okay, so if we just see a glimpse of the glory of God, we will confess our sins, right? Also wenn wir nur einen kleinen Einblick in die Herrlichkeit Gottes sehen, werden wir einfach unsere Sünden bekennen. Yeah, we will not proudly boast of anything. Wir werden nicht von irgendetwas stolz prahlen. In deep humiliation, Isaiah exclaimed, "Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. This is not that voluntary humility and servile self-reproach that so many seem to consider a virtue to display. This vague mockery of humility is prompted by hearts full of pride and self-esteem. There are many who demerit themselves in words, who would be disappointed if this cause did not call forth expressions of praise and appreciation from others. But the conviction of the prophet was genuine." So, what is she saying here? Was sagt sie hier? There's many who have false humility. Yes. Pride. Exactly, okay. Ja, da gibt es viele, die falsche Demut haben und das ist eigentlich Stolz. Okay, so the heart is so deceitful. Das Herz ist so trügerisch. That you can bring forth words out of your mouth, but your heart is totally the opposite. Okay. Dass du Worte aus deinem Mund aussprechen kannst, aber dein Herz ist eigentlich genau im Gegenteil. And you can say, "Ah, I'm so evil." Okay. Du kannst sagen, "Oh, ich bin so böse." But at the same time, in your heart, you think, without maybe even realizing it. Okay. Und aber zur selben Zeit kannst du dann sagen, obwohl du oder in deinem Herzen denken, obwohl du es gar nicht vielleicht realisierst. Yeah. That you actually think, "No, I'm not so evil. Okay, I'm actually quite good." Eigentlich denkst, nein, ich bin gar nicht so böse, ich bin eigentlich ganz gut. Okay. And because as long as your heart is not broken and you really realize the wickedness of sin, your heart is full of pride. Okay. Solange du nicht wirklich gebrochen bist und überführt wirst. And you realize the sinfulness of sin. Und du die Sündhaftigkeit der Sünde realisierst. And your heart is full of pride. Dann ist dein Herz voll Stolz. Okay, so Sister White says, you know, that, how does she say it again? That we can. She says she has a quote, and I think it's in "Steps to Christ" or "Christ Object Lessons." Und Ellen White hat ein Zitat. Ich glaube, das ist in "Schritte zu Jesus", Jesus oder Christi Gleichnisse. She says, yeah, the mouth can
confess all these things, but the heart feels no need. Der Mund kann all diese Dinge bekennen, aber das Herz spürt kein Bedürfnis. Okay, so and therefore we need to really make sure that we do not deceive ourselves, okay? Deswegen müssen wir wirklich sicherstellen, dass wir uns nicht selbst verführen. Yeah, we need to go to God and say, like David. Yes. Wir müssen zu Gott gehen, so wie David. Let's go to Psalms 149. Let's see. Let's go to Psalm 149. Not 49, it's 39. Also Psalm 139. Yes. So Psalms 139. Psalm 139. Verses 23 to 24. Verse 23 und 24. It says, "Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Okay, so when you pray this prayer, give God the permission to really show you what is in your heart. Okay. Wenn du dieses Gebet betest, dann gibst du dem Herrn wirklich die Erlaubnis, dir zu zeigen, was in deinem Herzen ist. Yeah. In Sister White, she speaks about these silent prayers, these private prayers. Okay. Ja, White spricht über diese stillen Gebete, diese privaten Gebete. Yeah, where you can go before God and ask him these things. Wo du vor Gott kommen kannst und ihn diese Dinge fragen kannst. And then you can think of what you said this day and what you did this day. Und dann kannst du darüber nachdenken, was du heute gesagt oder gedacht hast. And God, he can put these things in the right perspective, okay? Gott kann diese Dinge in die richtige Perspektive setzen. Yeah, he can remind you, you said this, but your heart was actually like this. Okay. Er kann dich dann erinnern, du hast das gesagt, aber dein Herz war eigentlich so. Okay. And you did this, and your heart was like this. Okay. Und du hast das getan, aber dein Herz war anders. Okay. So these are the moments where the Lord can really impress things upon you based upon his word. Okay. Und das sind diese Momente, wo der Herr wirklich diese Dinge dir beeindrucken, also den Eindruck auf dein Herz hinterlassen kann, basierend auf seinem Wort. If you only ask him, okay. Wenn du ihn nur bittest. If you ask him and then the Lord can bring it to remembrance scripture that would reprove you. Okay. Und wenn du ihn bittest, dann kann der Herr dir Schriften ins Gedächtnis rufen, die dich tadeln. Okay. So, or they can justify you. Okay. Oder sie können dich rechtfertigen. Okay. So, and therefore it's all about asking God. Spending time with him. Deswegen geht es immer darum, dass man Gott bittet und Zeit mit ihm verbringt. Yeah. How does God speak to us? Wie spricht Gott zu uns? Yeah, it's a still small voice, okay? Es ist eine kleine, sanfte Stimme. Yeah, it's the voice of conscience. Es ist die Stimme des Gewissens. Yeah, our conscience can be perverted because of sin, okay? Unser Gewissen kann verdorben sein wegen der Sünde. But if we study God's word, our conscience can be repaired again. Okay. Aber wenn wir Gottes Wort studieren, dann kann unser Gewissen wiederhergestellt werden. And then the conscience small, silently speaks to us. Und dann spricht das Gewissen ganz leise und eher still zu uns. It can even speak very loud to us sometimes. Okay. Es kann auch manchmal sehr laut zu uns sprechen. When Jesus washed his feet. Als Jesu die Füße von Judas gewaschen hat. His conscience screamed at him, right? Da hat sein Gewissen ihn angeschrien. Confess your sin right now, okay? Bekenne jetzt sofort deine Sünden. But he was too proud then eventually and rejected this still small voice. Okay? Aber er war dann zu stolz und er hat diese stille, sanfte Stimme verworfen. And for him it was the last opportunity, okay? Und für ihn war das die letzte Möglichkeit. Okay, so we have our daily tests. Wir haben unsere täglichen Prüfungen. Yeah. For Judas it was the final test. Für Judas war es dieser letzte Test. Okay. But in the daily test
We should learn these lessons. Okay. Aber diesen täglichen Tests sollen wir diese Lektionen lernen. That when our final test comes, we would not harden our heart. Okay. Damit, wenn unser finaler Test kommt, wir unser Herz nicht verhärten. Okay. So, understanding all this, let's turn now to our notes again. Wenn wir all das verstehen, gehen wir jetzt wieder zu unseren Notizen. About the tree of life. Über den Baum des Lebens. Because we saw that you need to be in Egypt first. Yes? Wir haben gesehen, dass du zuerst in Ägypten sein musst. And then at the appointed time we will come out with great substance. Und dann an der bestimmten Zeit wirst du mit großer Habe herauskommen. Okay. And you will be this Maseroth brought forth. Und du wirst dieser Maseroth sein, der hervorgebracht wurde. Yes, the 12 signs of the zodiac, star constellation. Zeichen des Zodiacs, also dieser Sternkonstellation. Okay. And Maseroth was brought also forth at his appointed season. Und right? Maseroth wurde auch an seiner bestimmten Saison hervorgebracht. Okay. And who came out of Egypt? Und wer kam aus Ägypten? The 12 tribes, right? Die 12 Stämme. Okay. So, and when you're born again, because when you come out of Egypt, you're brought forth, you're born again, right? Weil wenn du aus Ägypten herauskommst, dann bist du hervorgebracht, du bist von neuem geboren. What do you become? Was wirst du dann? Well, we read Daniel 12, verse 2, yes? Wir haben Daniel 12, Vers 3 gelesen. 2 and 3. 2 und 3. Now let's go there again. Gehen wir da nochmal hin. Says, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Okay, so when you get resurrected, which is the new birth, wenn du auferweckt wirst, was die neue Geburt ist, what do you become? Was wirst du dann? A star in the heaven. Right? Stern am Himmel. And you will shine bright as the firmament. Und du wirst hell leuchten wie das Firmament. And you become like these 12 signs of the zodiac. Und du wirst dann diese 12 Zeichen des Zodiacs. Yeah. The 12 tribes are these 12 signs. Okay. Diese 12 Stämme sind diese 12 Zeichen. Okay. So, and what was the promise given to Abraham? Und was war die Verheißung, die Abraham gegeben wurde? Yeah, your seed shall be as the stars in the heaven. Yes. Und dein Same wird wie die Sterne im Himmel sein. Okay, so you become these stars. Okay. Du wirst dann diese Sterne. And the stars are also the angels. Yes. Und die Sterne sind auch die Engel. Yes, Jesus said in Revelation 1, the seven stars that I hold in my right hand are the seven angels of the Churches, seven churches. Jesus hat in Offenbarung 1 gesagt, die sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, sind die sieben Engel der sieben Gemeinden. Sind die sieben Engel der sieben Gemeinden. Okay, so therefore you not only become a star, but you also become an angel. Deswegen wirst du nicht nur ein Stern, sondern auch ein Engel. Okay, and an angel is what? Und ein Engel ist was? As a messenger. Ein Botschafter. Okay. You're sent forth with a message. Du wirst vorwärts gesandt mit einer Botschaft. Okay. So, now let's continue. Let's go to our notes. Gehen wir jetzt zu unseren Notizen. And go to, at least in my document, it's page 4, but it's under the heading Keep Eating the Manna. Also in meinem Dokument ist Seite 4 und das ist die Überschrift isst das Manna weiter. Is everybody there? Ist da jeder? Keep eating the manna. Also, fahre fort, das Manna zu essen. Okay.
Because before we read this now, let's go to the Bible, to Revelation 22. Bevor wir das lesen, gehen wir zur Bibel, zur Offenbarung 22. Let's read verses 1 and 2. Lesen wir Verse 1 und 2. It says, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. So this tree of life bore how many fruits? Dieser Baum des Lebens, or manner of fruits, hat wie viele Arten von Früchte getragen? 12. Okay. So, now let's go to these quotes again. Gehen wir jetzt nochmal zu den Zitaten. Let's read the first one, the bold-faced only. Lesen wir bei dem ersten nur das Fettgedruckte. The tree of life possessed the power to perpetuate life, and as long as they ate of it, they could not die. Next quote. Nächstes Zitat. Christ, the tree of life. Christus ist der Baum des Lebens. Christ is the source of our life, the source of immortality. He is the tree of life, and to all who come to him, he gives spiritual life. Next quote. Nächstes Zitat. Christ was the tree of life to all who would pluck and eat. Okay, so who's the tree of life? Wer ist der Baum des Lebens? Christ. Christus. Okay, but Christ is also the word. Aber yes? Christus ist ja auch das Wort. Okay, so therefore we need to eat the word, right? In the word is life, it says in the Bible. Wegen wir müssen das Wort essen. In dem Wort ist das Leben, sagt die Bibel. Because Jesus says, my words, they are spirit and they are life. Weil Christus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. So Christ is the tree of life. Also yes? Christus ist der Baum des Lebens. And when, where on the line did Jesus become the Christ? Und wo auf der Linie wurde Jesus der Christus? Baptism, right? An der Taufe. So here he becomes the tree of life. Okay. Also hier wird der Baum des Lebens. And he brings forth now how many manners of fruit? Und wie viele Arten von Früchten bringt jetzt? Manner of fruits. 12, yes? 12. Okay. But we also saw that Christ is the heir, he is the seed. Wir haben aber auch gesehen, Christus ist der Erbe, er ist der Same. He is the son. Er ist der Sohn. But it points to where? Aber auf wen weist es hin? Oder wohin? Yeah, it points to the end of the world and it points to his people. Yes? Es weist auf sein Volk am Ende der Welt hin. Because when Israel came out of Egypt, what did it say? Weil als Israel aus Ägypten herauskam, was hat es gesagt? I called my son out of Egypt. Yes? Meinen Sohn habe ich aus Ägypten gerufen. Yes? And if he be Christ, when you're baptized, wenn ihr Christus angehört, wenn ihr getauft werdet, you're Abraham's seed and heir according to the promise. Dann seid ihr Abrahams Same und Erbe gemäß der Verheißung. Okay, so God's people are therefore also, when they come here, what do they become? Also Gottes Volk, wenn sie hierher kommen, was werden sie dann auch? There's all these things, but what did Jesus become? What was the topic we just... Was ist das Thema, was wir the tree of life, okay? Gelesen haben, das ist der Baum des Lebens. And so God's people, when you're born again, when you get baptized, you become the Christ, you become the tree of life. Deswegen yes? Gottes Volk, wenn sie von neuem geboren werden, wenn sie getauft werden, werden sie zum Baum des Lebens, sie werden zum Christus. Okay, so one tree, but it bears 12 manner of fruits. Es ist ein Baum, aber er trägt 12 Arten von Früchte. How many tribes came out again? Wie viele Stämme kamen noch mal raus? 12, right? 12. But it's one people. Aber es ist ein Volk. Yes? Okay. So, now let's go to this next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. Speaking about the Bible, okay? Sprich über die Bibel. It says, let all bear in mind that the tree of life bears 12 manner of fruits. This represents the spiritual work of our earthly missions. The word of God is to us the tree of life. Every portion of the scripture has its use. And every part of the word is some lesson to be learned.
Okay, so she speaks about the tree of life. The Bible is the tree of life. Sie spricht darüber, dass die Bibel der Baum des Lebens ist. And then she speaks about that it bears 12 manner of fruit. Dann spricht sie darüber, dass es 12 Arten von Früchten gibt. Okay. And then she goes on to speak about what? Und dann fährt sie fort, über was zu sprechen. What is there in the scripture? Was ist dort in den Schriften? Lessons. Yes, and it says in every portion of the script or every portion of the scripture has its use. Da steht, jeder Teil der Schrift hat seinen Nutzen. Okay. So the point I want to make is that the different manner of fruits, okay? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese verschiedenen Arten von Früchte illustrate different portions of God's word, okay? Dass sie verschiedene Teile von Gottes Wort darstellen. And I don't want to say there are not 12 portions in God's word, okay? Ich will jetzt nicht sagen, dass es 12 Portionen oder Teile in Gottes Wort gibt. Yeah, but that there are different lessons, she says here, to be learned out of God's word, okay? Sondern dass es da verschiedene Lektionen gibt, die von Gottes Wort gelernt werden. Just like there are different manner of fruits. So wie es auch verschiedene Arten von Früchten gibt. Okay. So, now jump over John 1 and let's go to Psalms 1. Überspringt jetzt Johannes 1, gehen wir zu Psalm 1. Beginning in verse 1 down to verse 3. Fangen wir in Vers 1 an bis Vers 3. Because this speaks now about God's people here. Spricht jetzt über Gottes Volk. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So here it speaks about blessed is the man. Yes? Hier spricht es darüber, dass der Mann oder der Mensch ist gesegnet. Okay, when do you receive the blessing? Wann erhältst du den Segen? Yeah, when you come out of Egypt, right? Wenn du aus Ägypten herauskommst. And when you're born again, okay? Wenn du von neuem geboren bist. Because it says, blessed that are they that. Es sagt, gesegnet sind die. Wait, die or warten. Blessed is he that waiteth and cometh to the 13:13:5. Gesegnet okay? Ist der wartet und bis zur 13:35 kommt. 13:13:5 is the appointed time. 13:35 ist die bestimmte Zeit. And the chart says it's the resurrection. Und die Karte sagt, das ist die Auferstehung. Okay, so when you're born again experience is the blessing the Lord wants to give you. Also okay. Wenn du von neuem geboren wirst, dann ist die Neugeburtserfahrung dieser Segen, die der Herr dir geben will. Okay, so it speaks about somebody who is born again, and how is he described in verse 3? Spricht jetzt über jemanden, der von neuem geboren ist, und wie wird er in Vers 3 beschrieben? What is he now? Was ist er jetzt? He's a tree. Er ist ein Baum. Planted by the rivers of water, by the living waters, right? An den Wassern gepflanzt ist, bei den lebendigen Wassern. Because the tree of life we read in Revelation is right there at the river of life. Weil in dem Baum haben wir gelesen, dass der Baum des Lebens bei diesem Fluss des Lebens And this tree brings forth now his fruit in his season. Yes? Und dieser Baum, der bringt jetzt seine Frucht zu seiner Zeit oder Jahreszeit. And in Revelation 22, verse 2, we read that the tree of life yielded her fruit every month. Okay? Und in Offenbarung 22 haben wir gelesen, dass der Baum des Lebens seine Frucht jeden Monat hervorgebracht hat. Okay. So, this is now somebody who is the tree of life. Das ist jetzt jemand, der Baum des Lebens ist. Because the born again experience is the baptism, yes? Weil diese Neugeburtserfahrung ist die Taufe. It's when you become the Christ. Das ist, wenn du der Christus wirst. Yes? Everybody follows? Kann jeder folgen. Okay. So, and also in verse 2, what does it say? Auch in Vers 2, was sagt es? Yeah, he meditates day and night now about the law of God. Yes. Er denkt jetzt Tag und Nacht über das Gesetz Gottes nach. But which day and night experience would this be? Ja, welche Tag und Nacht Erfahrung wäre das? Same day and night experience. Okay, maybe you don't understand my question.
After the birth, exactly. Diejenige okay. Nach der Geburt. Because you have a day and night experience before, right, where you cry day and night for deliverance. Weil du hast eine Tag- und Nachtserfahrung zuvor, wenn du Tag und Nacht um Befreiung rufst. But when you're born again and delivered, you also have a day and night experience. Wenn du von neuem geboren bist und befreit bist, hast du auch eine Tag- und Nachterfahrung. Just remind ourselves, let's go to Revelation 7. Um uns zu erinnern, gehen wir zu Offenbarung 7. And here it speaks about this great multitude that came out of great tribulation. Jetzt spricht es über diese große Volksmenge, die aus großer Trübsal herausgekommen ist. Let's read verse 15. Wir sind in Vers 15. Therefore are they before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. Okay? So these are now the redeemed ones, the ones that are born again. Okay? Das sind jetzt die Erlösten, die von neuem geboren sind. And they serve him day and night in his temple. Und sie dienen ihm jetzt Tag und Nacht in seinem Tempel. And also, when you turn to Revelation 4, auch wenn ihr zu Offenbarung 4 geht, Vers 8, Vers 8, where you can see the church in heaven, the church triumphant, da kann man die Gemeinde im Himmel, die triumphierende Gemeinde sehen, illustrated by the four beasts, the four living creatures. Die dargestellt wird durch diese vier Tiere, die vier lebendigen Wesen. It says, and the four beasts had each of them six wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Okay? So they rest not day and night in praising God. Okay? Sie ruhen nicht Tag und Nacht, ja, indem sie Gott preisen. Okay. And then there was also a scripture we read recently about Paul praying without ceasing day and night. Yes? Und da haben wir auch letztens eine Schrift gelesen, wo Paulus betet ohne Unterlass, Tag und Nacht. And therefore, what did he become? Deswegen, was wurde er? When you pray without ceasing day and night. Wenn du ohne Unterlass betest, Tag und Nacht. Let's go to 2 Timothy chapter 1. Gehen wir zu 2. Timotheus Kapitel 1. Second Timothy 1, verse 3. 2. Timotheus 1, Vers 3. And we read, the overcomers, they serve God day and night in his temple. Yes? Wir haben gelesen, dass die Überwinder, sie dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Because here, when you're in Egypt, whom do you serve? Weil wenn du hier in Ägypten bist, wem dienst du? This nation you should serve 400 years, right? Also ist dieser Nation 400 Jahre dienen. But when you come out, you now serve God. Wenn okay? du herauskommst, dienst du Gott. Okay, so verse 3. Vers 3. I thank God whom I serve. So he's now a servant of God. Yes? Er ist jetzt ein Diener Gottes. Came out of Egypt. Er kam aus Ägypten. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. So he was praying without ceasing. Yes? Also er hat ohne Unterlass gebetet. Day and night. Okay. Tag und Nacht. So what did he therefore become? Deswegen, was wurde er dann? Yes, okay, but think back of the studies we did about Ezekiel 1 and 10. Aber denkt an die Studien zurück, die wir über Ezekiel 1 und 10 gemacht haben. The altar. Yeah, the altar of incense, yes. Der Weihrauchsaltar. Okay, because the altar of incense, what did it bring forth? Weil der Räucheraltar, was hat er hervorgebracht? Perpetual intercession, right? Also beständige oder unaufhörliche Fürbitte. And because the smoke was not going out there, yes? Weil dieser Rauch ist nie ausgegangen. Okay, it was continual intercession. Es war beständige Fürbitte. Yeah, just like you, when you're born again, you not only become the altar of incense, but what else do you become? So wie wenn du neu geboren wirst, wirst du nicht nur zum Räucheraltar, sondern was noch? The candlestick. Der okay. Leuchter. Yeah. You know this light that burns brightly because you have now the oil in you. Okay. Du bist jetzt das Licht, was hell leuchtet, weil du das Öl in dir hast. Okay. So, you also become the Ark of the Covenant. Yes? Du wirst auch zur Bundeslade. Because now the law is in your heart. Weil okay. das Gesetz jetzt in deinem Herzen ist.
Okay, and there are more to say. I remember we did a study once on this topic. Okay. Da gibt's noch mehr darüber zu sagen. Ich kann mich erinnern, da gibt's noch mehr Studien über dieses Thema. Two cherubims, they sit then on your heart, pouring the oil into your heart. Okay. Zwei Cherubim sitzen dann auf deinem Herzen und sie gießen das Öl in dein Herz. Okay. So, now let's go back to the notes. Gehen wir zurück zu den Notizen. So the point I want to make is, yeah, we can clearly see God's people, they become the tree of life here, okay? Den Punkt, den ich machen möchte, ist eben, dass wir eher klar sehen können, dass Gottes Volk dieser Baum des Lebens hier ist. You know, planted at the river and you bring forth your fruit at the season. Du wirst jetzt an den Wassern oder am Fluss gepflanzt und du bringst jetzt deine Frucht jede Jahreszeit hervor. Okay. And it's these 12 manner of fruits. Okay. Diese 12 Arten von Früchten. So let's see. Let's look at God's people. Schauen wir uns jetzt Gottes Volk an. 1 Corinthians 12, verse 12. 1. Korinther 12, Vers 12. And Scott, can you maybe quickly let the cat out, because it might disturb us now. Thank you. 1 Corinthians 12, verse 12. 1. Korinther 12, Vers 12. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. So, what does it say about God's people? Was sagt es über Gottes Volk? Are we? Was sind wir? One body, right? Ein Körper. But? Aber? Many members, okay? Viele Glieder. What was the tree? How many trees were there? Wie viele Bäume gab es? One tree. Ein Baum. But it bore 12 manner of fruits. Aber es hat 12 Arten von Früchten getragen. Okay. And fruit, what is fruit also a symbol of? Let's go to Galatians 5. Steht Frucht auch noch symbolisch? Gehen wir zu Galater 5. Was ist es? Okay, Vers 17. Vers 17. Oh, no, actually, let's read 22. Lesen wir Galater 5, Vers 22. It says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there's no law. Okay, so it speaks about the fruit of the Spirit, yes? Spricht hier über die Frucht des Geistes. And then these things are listed here, love, joy, peace, long suffering, and all these things. Und dann werden diese Dinge hier aufgelistet, also Liebe, Freude und Frieden und all diese Dinge. And so these are all character traits, okay? Das sind alles Charaktermerkmale. Okay. So when you compare these things, okay, the you have 12 fruits. Also wenn du diese Dinge vergleichst, du hast 12 Früchte. You have 12 tribes. 12 Stämme. You have 12 signs of the zodiac. 12 okay? Sternzeichen. All the same thing. Alles okay? Dasselbe. So, where do we find also the 12 tribes mentioned? Let's go to Revelation chapter 7. Also gehen wir zu Offenbarung 7. Da finden wir all die 12 Stämme aufgeschrieben. 144,000, right? 144,000. Let's read verse 4. Lesen wir Vers 4. And I heard the number of them which were sealed, and they were sealed in 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Okay? So, how many tribes? Wie viele Stämme? 12. But they make up one people, yes? Sie machen ein Volk aus. Let's go now to Genesis 49. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 49. Let's
Let's begin in verse 1. Fangen wir in Vers 1 an. And Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. Gather yourselves together, and hear, ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. So Jacob gathered his sons. How many sons did he have? Jakob hat seine Söhne gesammelt, und wie viele Söhne hat er? 12, right? 12. The 12 tribes. 12 Stämme. This was when he was about to die. Das war, wo er kurz davor war zu sterben. Now he's basically predicting what is to come upon each one of them. Okay. Und jetzt sagt er im Grunde voraus, was auf jeden einzelnen von ihnen kommen wird. Verse 3 begins with Reuben. Es fängt mit Reuben an, Vers 3. Reuben, thou art my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellency of dignity and the excellency of power. Unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then defiledst thou it. He went up to my couch. So how was Reuben? Wie war Reuben? Unstable as water, right? Und stabil wie Wasser. And then he goes on to Simeon and Levi. Und spricht über Simeon und Levi. Says Simeon and Levi are brethren. Instruments of cruelty are in their habitation. Okay. Because what did they both do? Was haben sie beide getan? They slayed all these people in this village, right? Because of their sister. Okay. Sie haben all diese Leute in dem Dorf umgebracht wegen ihrer Schwester. Okay, so and then he goes on with each tribe or with each son, and he describes their character. Okay. Und dann geht es weiter mit jedem Stamm, mit jedem einzelnen Sohn, und er beschreibt ihren Charakter. So the 12 tribes illustrate 12 characters. Okay. Die 12 Stämme stellen 12 Charaktere dar. Or 12 personalities. Oder 12 Persönlichkeiten. So let's go to this next quote and we close with this last quote here. Gehen wir hier oder this next quote. Nächsten Zitat und damit schließen wir ab. Because this is not taken by from the pioneers, okay? Das ist jetzt von den Pionieren entnommen. It says the number of the servants of our God is now being made up. I heard the number of them which were sealed. And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Character alone is the basis of the sealing work. Okay. So he also says the 12 tribes that will be sealed illustrate 12 different characters. Yes? Also es sagt, die 12 Stämme, die versiegelt werden, stellen 12 verschiedene Charaktere dar. So just jump down to the next boldface. Geht jetzt hinunter zum nächsten fettgedruckten. It says, the 144,000 are divided into classes called by the names of the 12 tribes of Israel. These are character names, and those who develop the character will be classed under the tribe bearing a name indicating that character. Okay, so it's basically the 12 main character traits of personality traits, okay? Also gibt es 12 Hauptcharaktere oder Persönlichkeitsmerkmale. Okay. In each one of us, we will be, if we're saved, we will be ranked under one of them. Okay? Jeder Einzelne von uns, wenn wir gerettet werden, werden wir unter einen von ihnen eingeordnet werden. Okay. So let's see. He gives now a few examples. Okay? Schauen wir uns das an. Er gibt jetzt ein paar Beispiele. And maybe you will find yourself in this description or not, okay? Vielleicht werdet ihr euch in dieser Beschreibung wiederfinden oder nicht. It says to illustrate, Issachar is a strong ass, couching down between the two burdens. And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant, and bowed his shoulder to bear and became a servant unto tribute. So he quotes now what Jacob said in Genesis 49, okay? Also er zitiert jetzt, was Jakob in 1. Mose 49 gesagt. It says, burden bearers are here described. So Issachar illustrates which type of character or personality. Also Issachar stellt welchen Teil der Persönlichkeit dar? Somebody who is a burden bearer. Okay. Jemand, der ein Lastenträger ist. It says, those who looking forward to the promised future home are willing to couch often beneath heavy burdens, and like the patient ass, even bear double burdens
that the cause of God may prosper. Okay, so he would illustrate somebody who's bearing double burdens, okay? Also er stellt jemanden dar, der doppelte Bürden trägt. In order to advance God's cause. Um Gottes Sache zu fördern. They are free and happy in this service. And the cause of God would never move forward in the earth if it were not for these loyal burden bearers. So, they bear double burdens, but how are they still? Sie tragen doppelte Lasten, aber wie sind sie noch immer? Yeah, they are free and happy doing this, okay? Sie sind immer noch frei und glücklich, dies zu tun. Because they do it for God and not for man. Okay? Weil sie tun das für Gott und nicht für den Menschen. It says, these faithful Issachars spending their lives, couching down between two burdens, while close by perhaps are the representatives of Naphtali, who bear no burdens. Okay, Naphtali would be like almost an opposite of to Issachar, he says. Okay. So Naphtali stellt, also wäre dann fast das Gegenteil von Issachar. It says Naphtali is a hind let loose. Hind, okay. Naphtali is a hind let loose. He giveth goodly words. Free and light-hearted, he sees a thousand places where he can speak goodly words, and spring hastily to give a helping hand, that the representatives of Issachar, bowed down under the heavy burdens, would never see, neither does God expect it of them. Okay, so Naphtali has a complete different function in the cause of God than Issachar. Okay? Also Naphtali hat eine komplett andere Funktion in der Sache Gottes als Issachar. So he's not bowed down with these burdens, yeah, but he has therefore other opportunities to serve God. Okay? Er ist nicht gebeugt durch diese Lasten, aber er hat andere Möglichkeiten, Gott zu dienen. He sees therefore other opportunities. To says here, speak goodly words to others, for instance. Er sieht andere Möglichkeiten, zum Beispiel hier gute Worte zu anderen zu sprechen. And he is giving them a helping hand when he sees the situation and say, they can give a helping hand, for instance. Und er gibt eine helfende Hand, wenn er eine Situation sieht, dann kann er ihm eine helfende Hand geben. We need to understand, we cannot fulfill all of these things at the same time, okay? Wir müssen verstehen, wir können nicht alle von diesen Dingen zur selben Zeit erfüllen. So, because you're either totally preoccupied with one thing, then you cannot do another thing, okay, at the same time. Du bist dann entweder mit einer Sache so beschäftigt, dass du nicht zur selben Zeit was anderes tun kannst. But at the same time, we should also not try to find excuses to say, okay, I should not take on any burdens because I think I'm a Naphtali, for instance. Okay. Weil dann sollten wir auch nicht Ausreden machen und sagen, ja, ich muss keine anderen weiteren Bürden nehmen, weil ich zum Beispiel ein Naphtali bin. Okay, so we should always seek God and put ourselves in His service. Okay, and He can then decide what place He want to give us. Okay. Also wir sollten immer Gott suchen und ihn uns zur Verfügung stellt für seinen Dienst und er kann dann entscheiden, wo wir ihm dienen sollen. But it says here, all are needed to make the number complete. Let not the burden bearer think that because he bears the heavy burdens, he is the most important. He is only 1/12 part of the whole. Okay, so it's 12 tribes, not one tribe or two. Okay. Es sind 12 Stämme, nicht ein Stamm oder zwei Stämme. And God knows that each one is important as the other. Okay. Und Gott weiß, dass jeder einzelne wichtig ist, so wie der andere. Just like it says, it's one body and many members. Okay. So wie es gesagt hat, es ist ein Körper, aber viele Glieder. And Paul says, can the hand say to the foot, I don't need you? Okay. Und Paulus sagt dann, kann der Fuß dann zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Ja, oder so ähnlich. Ich hab's jetzt so aus dem Kopf. Also es steht jetzt so ähnlich dort. Ja. So, and the answer is obviously no, okay? Die Antwort ist natürlich nein. Yeah. God has a specific purpose for each one of us, okay? Also Gott hat eine bestimmte Absicht mit jedem Einzelnen von uns. He has a specific place for each one of us. Er hat einen bestimmten Platz für jeden Einzelnen. And he wants only
us to understand where are we placed and we that we become faithful in our sphere. Und er möchte, dass wir verstehen, wo wir platziert sind, damit wir treu werden in unserer Umgebung oder Sphäre. And he doesn't expect from us things that others should do with their respective sphere. Okay. Und er erwartet nicht von uns, dass wir etwas tun, was andere in ihrer Sphäre tun. Okay. So, because he will also give us always sufficient grace to do the things that he wants us to do. Okay. Weil er wird uns immer genügend Gnade geben, damit wir die Dinge tun können, die er möchte, dass wir tun. Okay. Next, let's go on. Lesen wir weiter. It says, one company will represent Levi, whose life seemed a failure through sin. And yet, through victory in God, the Levites became teachers in Israel. Okay, so you can be totally messed up because of sin in your life, okay? Also dein Leben kann total aus der Bahn sein. Okay. Also dein Leben kann total aus der Bahn sein durch die Sünde. Yeah, but still, the Lord can make you even a teacher. Okay. Und trotzdem kann der Herr dich dann immer noch ein Lehrer machen. Yeah, if you just realize your need and confess and turn to him. Wenn du deine Not erkennst und das bekennst und dich zu ihm wendest. And of unstable Reuben it is said, let Reuben live and not die. He became the excellency of dignity and the excellency of power. Judah represents the leaders, those before whom the others bow down. Every phase of the work is represented, and the name of each tribe will be placed on one of the gates of the city of God. The tribe of Dan is omitted in the final count, and two portions are given to the family of Joseph to make up the 12. Of Dan it was said, Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward. God purposed that Dan should judge Israel righteously, because Dan means judge. Yes? Weil Dan bedeutet Richter. Keen observation and quick discernment are necessary for a judge. These gifts were given to Dan, but instead of using them aright, he was a serpent by the way, an adder in the path that biteth the horse heels, so that his rider shall fall backward. In other words, he became a backbiter, a cruel critic. The gift intended for a blessing, when perverted, became an injury, causing others to fall. Yeah, so, the talent he gave to Dan, instead of using it for the right purpose, he now used it for satanic purposes. Okay. Das Talent, das er Dan gegeben hat, anstelle, dass er das für richtige Zwecke benutzt hat, hat er dann... For satanic purposes. Für satanische Zwecke benutzt. The cruel critic, the one who always detects the evil in others and speaks of it first, has the gift of judgment misdirected. None who persist in this work can ever enter the kingdom of heaven. For the accuser of our brethren was cast out of heaven once, and neither he nor his representatives will ever enter its shining portals again. Okay, so therefore we also should search us. Where are we like Dan sometimes? Okay. Deswegen sollten wir uns auch erforschen, wo wir manchmal wie Dan sind. Okay. And this has no place in the kingdom of God. Das hat keinen Platz im Königreich Gottes. Last verses here from 1 Corinthians 15, verse 39 to 41. Letzte Verse von 1. Korinther 15, Verse 39 bis 41. It says, all flesh is not the same flesh, but there's one kind of flesh of man, another flesh of beasts, another of fishes, another of birds. There are also celestial bodies and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. There's one glory of the sun and another glory of the moon and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. Okay, when you become a star, these 12 stars here. Wenn du ein Stern wirst, diese 12 Sterne hier. You will not be the same, it says Paul says here. Okay. Wirst du nicht dasselbe sein, sagt Paulus hier. One star will differ from another in glory. Okay. Ein Stern wird
von dem anderen in seiner Herrlichkeit sich unterscheiden. Yeah, but all 12 are necessary, okay? Und alle 12 sind wichtig. And as soon as we realize this, yeah, then we can become one body, okay? Und sobald wir das realisieren, können wir ein Körper, ein Leib werden. Then you can see, this is the gift God gave me. I should bring it forth in order to strengthen the body. Okay. Dann kannst du sehen, das ist das Geschenk, was Gott mir gegeben hat, und ich soll das benutzen, um den Körper zu stärken. Yeah. And not then use your gift to compare yourself with somebody else and say, ah, why is he not like this or she not like this? Okay. Und nicht dein Geschenk oder deine Gabe benutzen, um dich dann mit anderen zu vergleichen und zu sagen, ah, warum ist der nicht so wie ich? Okay. So, because he or she might have a different function in the whole body, okay? Und er oder sie mögen eine andere Funktion im Leib oder im Körper haben. Okay, and we need to really learn to be self-governing and to make sure that we bring our talents, all our talents in God's cause, okay? Und wir müssen wirklich uns selbst regieren können und sicherstellen, dass wir unsere eigenen Talente und Gaben in Gottes Dienst stellen. And if everybody would do this, then we would function perfectly as one body. Und wenn jeder das tun würde, dann würden wir perfekt als einen Körper funktionieren. And all this criticizing and murmuring and complaining about one another would stop. Okay? Und das Kritisieren und Beschweren und murren übereinander würde dann aufhören. Amen. Amen. Okay. So, let's take these thoughts, okay? Lass uns diese Gedanken mitnehmen. And this evening we will continue. Heute Abend werden wir fortfahren. And remember, today God will test you, okay? Denk daran, Gott wird euch heute prüfen. But also remember, as we sung in the hymn, day by day he will give you the necessary grace. Aber okay? Denkt auch daran, so wie wir im Lied gesungen haben, dass Tag für Tag wird der Herr uns die notwendige Gnade geben. The test today is for your own salvation, it's not for your destruction. Der Test für dich heute ist für deine eigene Erlösung und nicht zu deiner Zerstörung. Amen. Amen. Okay, then let's close with prayer. Lass uns mit Gebet abschließen. Aufzeigst aus deinem heiligen Wort all die Dinge, die notwendig sind für diesen heutigen Tag. Dear Heavenly Father, I want to thank you that you show us from your holy word the things that are necessary for this very day. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, dass wir all diese Sachen ernst nehmen, was dein Wort schreibt über Tag und Nacht. And I ask that you would help us to take heed earnestly to those things that your word writes about day and night. Und so wie dein Wort sagt, dass der Paulus betet und Tag und Nacht. And as your word says that Paul was praying day and night. Und dass er auch arbeitet Tag und Nacht, dass er niemanden zur Last fällt. And that he also worked day and night, that he would not be a burden to anyone. So bete ich, dass du uns hilfst, dass wir auch heute einfach alle Aufgaben ernst nehmen und auch die Kleinigkeiten. And so I pray that we would also today take heed to all the duties and also the little things. Und dass wir nicht lassen, abschieben und auch an andere. And that we would not put these things to others. Und ich bete darum in Jesu Namen. Amen. And I pray for this in Jesus' name. Amen.